So, das Gehäuse lässt uns nicht in Ruhe, ja, und will halt nicht so richtig das Hausnummer uns nennen und alles in diesem Video, ja, also auf jeden Fall Mainboard, G-Prozess, also eine kleine SSD und weiter nichts, ja, nur ein PC halt für, je nachdem, Office bisschen, ja, also reiner Business-PC. Also im Normalfall dauert es ja auch nicht länger als eine Stunde, ja, wenn jetzt alles funktioniert und das Windows gleich erkannt wird und alles, eben sollte es keine Probleme geben, ja. Also machen wir hier die Haube noch zu. Ich sehe, da fehlen gerade noch zwei Slotblenden, weil ja eine Grafikkarte drin war. So, die beiden Blenden haben wir auch noch zu. Also wie in unserem letzten Test bewiesen, also bewiesen jetzt in dem Sinne, ich kann es euch nur sagen, ja, also die Wärme hat sich hier in dem Bereich wegen der großen Grafikkarte gestaut, ja, und ich sag mal, hinten ist dann nur noch der eine Lüfter und vorne vielleicht zwei, ja, und die Wärme schafft sie gar nicht richtig raus, ja, und da haben wir uns entschieden, das Gehäuse nicht für einen Gaming-PC zu verwenden, sondern hier für einen ganz normalen Business-PC, ja, das reicht vollkommen aus. Die meisten Leute brauchen auch nur einen PC, um mal ins Internet zu gehen, jetzt aber nicht einen aus der Steinzeit, ja. Immerhin hier Ryzen 3200G, ja. Schauen wir uns gleich mal an, ja. Eben damit kann man schon so ein bisschen was anfangen, ja. Eben, wer mehr Speicher etc. pp. Braucht, ist ja auch kein Problem, dann bauen wir halt einfach eine neue SSD rein, ja. Aber die meisten brauchen halt das alles gar nicht, ja. Und brauchen den PC nur ab und zu mal und dann reicht es auch vollkommen aus. So, machen wir schön jetzt sauber nochmal. So, schaut es wieder ganz ordentlich aus. Nun ist das gute Stück hoffentlich mal dann zusammengebaut. Ja, angeschlossen ist alles. Schalten wir den mal ein, ja. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, wie immer startet dann auch der PC. Oder eben auch nicht. In dem Fall startet der PC. Schauen wir mal, ja. Alles gleich funktioniert oder ob er gar nichts sagt, ja. Überraschen würde mich das nicht, ja. Neues CPU-Upgrade, neue SSD und, ja, wie gesagt, würde mich nicht wundern. Bis jetzt ist orange. Ich sehe es unten auf dem Tisch, ist so eine Leuchte von dem Bildschirm und die ist orange. Und wenn die orange ist, jetzt ist weiß. Okay, jetzt startet er. Hier sagt er mir, dass alles neu abgequält ist. Ja, wir machen mal F2. Ja. Schauen wir mal, inwieweit das gleich funktioniert oder nicht. Ja. Also ich sag mal, die B450 sind sehr robust, ja, und auch mit NVMe gibt es eigentlich fast keine Schwierigkeiten, ja, wenn neu load etc. Oder auch wenn man mal die SSD wechselt und so weiter, gibt es eigentlich fast nie irgendwelche Komplikationen oder sonstiges. Bei einem CPU-Upgrade kann es schon mal sein, dass man eventuell das BIOS löschen muss, ja. Das kann schon mal passieren, ja, also. Aber ich denke, so wie das jetzt aussah, sieht es wirklich sehr gut aus, ja. Und es hat auch wirklich nur letztendlich einen kleinen Moment gedauert, ja, bis jetzt das geladen ist, ja. Also ich sag mal, gibt es nichts zu meckern, ja, die CPU wird gleich erkannt, ja, also gehen wir mal auf Updates suchen, ja. Also ich denke mal, die Grafikeinheit wird noch nicht erkannt, schätze ich mal so, genau, hier fehlt noch der Grafiktreiber für die dedizierte Grafikeinheit, ja, so, der Display Treiber lädt gerade, Advanced Display Treiber, genau. Wird einen kleinen Moment dauern und dann wird er gleich mal den Bildschirm nochmal flackern. Keine Angst, ja, wenn das mal ist, ja. Also Windows 11 bietet er uns hier auch schon an, also auch kein Problem, ja. So, der Display-Treiber wird jetzt installiert.
dadurch das kurze Flackern, nach Updates ist alles grün. Wir schauen mal an die richtige Stelle. Bildschirm ist das, okay, erweitern. Nochmal Display-Treiber, also wir haben 2 Gigabit dedizierten Grafikspeicher und insgesamt gemeinsam genutzt haben wir 7 Gigabyte, ja, damit sind wir glücklich und zufrieden, ja, eben. So, und damit würde ich mich für heute schon verabschieden, ja. Das zum Thema Gehäusewahl, zum Beispiel wenn ihr für euren Gaming-PC wählt, möglichst oben ein Mesh, ja. An der Seite ist ja egal, ob Glasplatte oder zu gleich, ja. Vorne möglichst auch ein Mesh, ja, macht auch Sinn. Möglichst große Gehäuse, wo viel Lüfter reinpassen und auch möglichst viele Lüfter verbauen, ja. Nicht so ein zues Gehäuse, was hier an der Seite, man sieht ja schon, an der Seite sind auch nur begrenzte Lüftungseinlässe, ja. Da kannst du auch wirklich nur begrenzt Luft einlassen, ja, also sowas nicht, ja. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.